Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hard West mit mir, dem Baldur von den Microwavern. Wir haben das letzte Mal die Irrenanstalt von den Irren befreit und auch schon festgelegt, worauf wir uns spezialisieren, halt eben, um in der Werkstatt Sachen kaufen zu können. So, und das sollen wir auch heute machen, so wie man immer schon wieder schön hier oben in der Mitte angezeigt bekommt, was man machen soll. Aber ich denke, zuerst schaue ich mal, was wir da überhaupt noch alles hätten, was man da an die Leute verteilen kann. Ah, die haben auch schon Karten. Da drin, was macht eigentlich der Tabak? Einer der vielen Schätze der neuen Welt. Beruhigende Wirkung, Körpergeist, verbessert Zielen. Aha. Schamanpfeife, eine hölzerne Pfeife geführt mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Kräutern und Gewürzen. Erhöht das maximale Glück. Mechanikteile für Reparaturen. Ja. Okay, behält den Tabak bei. Das ist auch ein Verbrauchsgegenstand. Kartenmenü. Ah, da waren noch ein paar neue Karten. Querschläger. Herz 10. Herz 9. Blut und Verfolge verwundete Gegner. Ohren wie ein Lux. Er hat noch gar nichts. Was bekommt ihr denn? Was haben die Pik 10? 10 Herz Karo. Dann gehen wir ihm doch mal noch gerade den Pik Buben. Er bekommt passend die Erzkönig und die Erz 9 und er bekommt plus 8 Sicht. Ich glaube, ich muss mich doch immer noch darum kümmern, mir mal die ganzen Pokerkarten anzusehen, also halt eben, was für Kombinationen es da gibt, weil wenn man diese Spielkarten, die ich da jetzt gerade verschoben habe, hin und her legt und ein Pokerblatt hat, kriegt man halt eben Boni, wie jetzt gerade bei den Herz-Sachen. So. Solomon ging in die Werkstatt. Dort herrschte totales Chaos. Er verbrachte den Rest des Tages mit den Instandsetzung des Werkzeugs, um mit dem Bau von Prototypen für neue Patente beginnen zu können. Die Rohmaterialvorräte waren erschöpft. Die konnte er nur per Pony Express wieder aufstocken. Das hieß, jeder Prototyp würde mit Kosten verbunden sein. Solomon bestellte Teile per Pony Express, um Gegenstände anzufertigen. Ach gut, was anderes kann ich ja nicht machen. Ja. Ja. Okay. Teilelieferung. Okay. Eine Arzttasche. Arzttaschen und dafür. Ah, vielleicht sollten wir davon auch mal noch. Nein! Auch mal 4 Stück bestellen. So, ausgewählte Maschine für wieder Reparaturmöglichkeiten. Achso, ich kann nur bestätigen. Truman Cliff's notes suggested the natives knew what caused the madness. Delir decided to pay them a visit and try to find out what they knew. Okay, also die Indianer sollen wissen, dass wir woher der Wahnsinn kommt. Da haben wir eine Geisterstadt. Wird das Nacht? Bewohntes Haus, verfallenes Anwesen. Waffenschmied und der Schicksalshändler. Dann gehen wir zuerst mal zu den Indianern.
Die Indianer erzählten ihm von einem Kometen, den sie gesehen hatten, kurz bevor die ersten Leute wahnsinnig wurden. In jener Nacht hatten alle schlicht geträumt. Der Bewohner des verfallenen Anweses könnte ihm mehr sagen, aber vorher Mrs. Solomon die Parole nenne. Jade ist der Keim der Gier. Okay, fortsetzen. Solomon kam in das Indianerdorf. Die Leute dort waren etwas verschroben, aber geistig gesünder als die meisten anderen. Okay. Solomon gab den Indianern ein paar Mechanikteile, ließ sie an seinen Büchsenmacherkenntnissen teilhaben und verdiente 50. Ja, warum nicht? Solomon rechnete sich aus, dass er mindestens 3 Erfolge in der Büchsenmacherei brauchte, um den Indianern etwas beibringen zu können. Solomon kam in das Indianerdorf. Ah, okay. 3 Erfolge? Nochmal schauen. Solomon handelte mit den Indianern. Schauen wir mal, was die so haben. Ginseng. Aha. Ah, Schamanpfeife bekommen sie mal. Nein, den Entwurf nicht. Aber die Enthüller. Bekommen sie auch. Die Arzttasche hätte ich viel lieber. Beziehungsweise habe ich viel lieber. Der Tabak. Ja, komm. Weg damit. Jetzt schauen wir mal, was sie hier haben. Bärenfigur. Ausdauer. Überlegenes Zielen für 5 nach. Verteidigung. Das ist mal alles nichts. Das heißt. So. Wir haben ein Bargeld. Haben sogar fast wieder das drin, was wir vorher ausgegeben haben. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Verfallenes Anwesen. Gut, aber. Was ist denn jetzt mit dem Entwurf? Das verstehe ich nicht so ganz. Wenn ich jetzt da nochmal hingehe. Ja, nee, okay. Ich kann nur die Sachen per Pony Express bestellen. Ja, gut, dann. Geht's einfach mal weiter an das verfallene Anwesen. So. Das verfallene Anwesen, einst eine stattliche Hütte, war nur noch ein Schatten seiner ruhmvollen Vergangenheit. Solomon klopfte vergebens. Er sagte, Jade ist der Keim der Gier. Bei Solomons Worten sprang die Tür auf der Hinterstand. Ein älterer Mann, der Solomon hineinband und fragte, ob er eine Erfrischung wünsche. Verdrischung. Auch das Innere des Hauses war zerstört und das ganze Gebäude sah aus, als könnte es jederzeit einstürzen. Solomon stellte Fragen über den Wahnsinn. Der Alte erzählte ihm von dem Ursprung des Wahnsinns. Er erinnerte sich noch an die Nacht, als es begann. In dieser Nacht war ein Komet über den Nachthimmel gerast und hat allen grässliche Albträume gehabt. Und alle hatten grässliche Albträume gehabt. Mann. Vater Gilmour hatte den Kranken in seiner Kirche Asyl gewährt und versuchte, sie zu heilen. Zwar hatte er viel über die Krankheit erfahren und aufzeichnen können, doch bei der erstbesten Gelegenheit wendeten sich die Wahnsinnigen gegen ihn und rissen ihn in Stücke. Okay. Bei Solomon Worten sprang die Tür auf, dahinter stand ein älterer Mann, der Solomon ihn meinen. Ah! Okay, wir sind nochmal am Anfang. Wir brauchen $100, um einen Hintereingang hinzubekommen. Ja, dann müssen wir nochmal was verkaufen. Wir haben nämlich nur 90. Boah, dann verkaufen wir doch mal das da noch und
Moment. Machen wir alles mal nochmal rückgängig. Schließen. Yep, zurücknehmen. Jetzt schauen wir erstmal wegen der Büchsenmacherei. Wurde klar, dass er 3 Erfolge in Büchsenmacherei brauchte. Okay, aber wo, wie machen wir das? Weil hier so in der Art sehe ich ja nichts. Ah, gehen wir nochmal zu den Indianern einfach. Und drei Erfolge. Das verstehe ich nicht. 3 Erfolge in Büchsenmacherei. Aber nochmal zu dem verfallenen Haus. Ich will auf jeden Fall diesen Schlüssel haben. Daher handeln wir jetzt und er bekommt die 2 Elixier der Heilung. So, Bargeld zum Anbieten. So, genau, bestätigen. 16. Das reicht sogar schon. Schließen. Und dann kaufen wir den Schlüssel. So, jetzt schauen wir mal. Die Anstalt im Westen. Da ist noch ein Irrenhaus. Ah, das da war nur das Labor. Ha! Und das da ist das Irrenhaus. Apotheke, altes Lager, Handelsposten, riesige Uhr, Geisterstadt, entgleister Zug, bewohntes Haus, Waffenschmied. So, wo ist jetzt die Kirche? Ich würde einfach mal behaupten, die ist in der Geisterstadt. So, die Bewohner dieser Stadt waren entweder aus Verrücktheit oder vor Angst geflohen, anscheinend unerwartet und ganz plötzlich. Gebäude standen verlassen da, während langsam der Verfall Einzug erhielt. Solomon fragte sich, ob sie etwas Brauchbares zurückgelassen hatte. Solomon führte eine gründliche Suche durch und nahm in Kauf, dass er den Wahnsinn des Ortes nicht spurlos an ihm vorübergehen würde. Ja. Die Suche lieferte diverse Dinge, unter anderem Schnaps aus einem Geheimversteck und das Notizbuch von Turners Hilfs-Sheriffs Volltreffer Dean. Okay, interessanter Spitzname. Dean schrieb, Sheriff Turner sperrte gesetzestreue Bürger wegen Verbrechen ein, die sie nicht begangen hatten, und jede Anklage ende am Galgen. Sheriff Turner sei inzwischen überzeugt, dass jeder in der Stadt sei ein Verbrecher. Nach Lektüre des Notizbuches wusste Solomon, dieser verdorbene Ort war nicht spurlos an seiner Seele vorbeigegangen. Okay. Also finde ich halt nur Sachen. Aber in die Kirche komme ich so nicht rein. Dann na komm, ey. Besuchen wir mal den entgleisten Zug noch. Solomon kam zum Schauplatz einer entsetzlichen Katastrophe. In dem verunglückten Zug saß ein einzelner Mann, der noch bei Bewusstsein war, umgeben von Leichen. Er war blutüberströmt, schien aber sonst unversehrt. Er stellte sich als James Scheffler vor und versicherte Solomon, er sei früher Arzt gewesen. Er fragte, ob Solomon oder seine Begleiter Heilung bräuchten. Nö, brauchen wir nicht und wir haben auch das Geld nicht dafür, aber da haben wir einen Arzt.
komm, machen wir hier, bevor wir rüber zur Anstalt gehen, noch das bewohnte Haus und den Waffenschmied. Solomon traf in der baufälligen Hütte ein, in der Familie Turner hauste. Ein sonderbarer Haufen, der über alles lachte, egal wie ernst es auch war. Sie baten ihn, zum Abendessen zu bleiben. Ja. Nehmen wir mal ihr Angebot an. Okay, einer der Pinkertons nahm ihr Angebot an, doch bald schon wurde ihm übel. Er wurde von grauenhaften Wachträumen gepeinigt und starb kurz drauf. Na super! Solomon stellte die Familie zur Rede. Sie bettelten um ihr Leben und gaben ihm einen von Drummercliff unterzeichneten Entwurf. Solomon tötete sie und nahm ihre Wertgegenstände. Nee. Das machen wir jetzt nicht. Bald traf ein neuer Pinkerton ein. Der Tod seines Vorgängers machte einen leichten, aber spürbaren Eindruck auf Solomon. Okay. Der B. Pinkerton. A, B, C, B. So. Den müssen wir dann natürlich vorher mal noch... Na? Aha. Neu ausrüsten. Was macht denn der Schnapshirt? Ah, erhöht die maximale Gesundheit. Ist ja schon mal interessant zu wissen. Wir haben 41 Bargeld. Dann kriegt er auch dem Alten seinen Tabak. Er sieht ja auch genauso aus. So. Okay, schließen. Ich habe jetzt irgendwie Angst, zum Waffenschmied zu gehen, aber egal. Arno M. Scheiniger war ein klüger Kopf, litt aber unter Verfolgungswahn. Doch trotz seiner Morden beeindruckte er die Pinkertons mit seiner Kompetenz. Handeln. Okay. Aber nicht so viel Geld dafür. Da haben wir noch Mechanikteile. Ich würde nur sagen, die werden irgendwie noch wichtig. Wie gesagt, die kann ich ja bei den Indianern irgendwie benutzen. Aber so wirklich wie, habe ich da auch noch nicht verstanden. Na, das werden wir schon noch hinbekommen. Hoffe ich. So. Na, dann gehen wir doch mal jetzt zum Irrenhaus. Die Kirche war zum Irrenhaus umfunktioniert worden. Der alte Mann hatte ihm von diesem Ort erzählt. Ah, da ist die Kirche. Ja, okay, da kann ich lange nach der Kirche suchen. Solomon benutzte den Schlüssel zum Öffnen der Hintertür. Jawohl. Solomon stellte seinen Dampfwagen in der Nähe des Ostzugangs ab. Dann schlich er um die Kirche nach Norden und öffnete die Hintertür. Ah ja. Kampfvorbereitungen. So, er kriegt eine Tasche, er kriegt eine Tasche, er kriegt eine Tasche. Und er kriegt eine Tasche. Was ist das? Das sind die Coca-Blätter. Verbessert die Bewegung. Und da haben wir gewährt Glücksschub. Ja. Bastro. Weiter zum Kampf. So. Und dann wollen wir mal. Aber wie wir hier. The church was now a makeshift asylum, but it appeared the inmates had taken over. The madmen guarding the doors all wore deputy badges that read Turner. Delir wondered where Gilmer's office had been. Probably upstairs, he grumbled.
Only Delir knew how to identify the files. You would need to go there personally. Okay. Aber, ob wir es schaffen, ob wir es nicht schaffen, wie wir hochkommen oder auch nicht, das sehen wir das nächste Mal. Und ja, dann in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.